Die landschaftlichen Besonderheiten der Alpen sind für die Architekten schon seit Jahrhunderten eine grosse Herausforderung. Heute haben Architektinnen und Architekten beim Bauen in den Bergen noch einen Haufen weitere Probleme. Und sie müssen kreative Lösungen finden. In der Stadt verdecken sich die einzelnen Häuser gegenseitig. Es braucht nicht viel Abstand und schon werden sie alle zu einem einzigen grossen Häusermeer. In einer steilen Gegend ist das ganz anders. Hier sieht man ein Haus am Hang oder sogar auf einem Berggipfel vom ganzen Tal aus und auch von den Bergen rundherum. Darum ist es ganz wichtig, dass man die Häuser am Landschaftsbild anpasst. Die Alpendörfer liegen meistens in schwer zugänglichen Tälern. Und durch das sind sie kulturell und historisch ganz unterschiedlich gewachsen. In Graubünden hat jedes einzelne Dorf seinen eigenen markanten Charakter. Im Alpenraum stehen Architektinnen und Architekten darum vor der Herausforderung, den spezifischen Charakter eines Dorfes aufzugreifen und zu erhalten. Bauten müssen aber gleichzeitig auch den Ansprüchen der modernen Gesellschaft genügen. Und das braucht hier mehr als an anderen Orten ein Spagat zwischen Altem und Neuem. Auf der einen Seite eine Landschaft, die Unberührtheit und Natürlichkeit ausstrahlt. Auf der anderen Seite Strukturen, die für das Alltagsleben der Bevölkerung und für den Tourismus nötig sind. Fast schon ein Widerspruch in sich. Es gibt einen Haufen kompliziert vernetzte Fragestellungen. Zum Antworten finden, braucht es viel Kreativität. Was ist authentisch? Was soll neue alpine Architektur leisten, wenn sie nicht zur inhaltslosen Kulisse will werden? Wie können Bauwerke aussehen, die den markanten regionalen Charakter aufgreifen und weiterentwickeln, die aber nicht zerstören? Das Bauen in den Bergen ist eine Klasse für sich. Wer hier kann bauen, kann überall bauen. Studieren Sie Architektur an der HTW Chur.